Goslar, 20. September 2019. Während im Berliner Kanzleramt das Klimakabinett tagt, ist es laut in Goslar. Die Bewegung Fridays for Future hat weltweit am heutigen Tag zu Demonstrationen aufgerufen. Ich hoffe einfach, dass die Demonstration heute, die ja global wirklich ist, den Politikern zeigt, ihr habt was unterschrieben, das Pariser Klimaabkommen, haltet euch da dran und brecht diese Forderung nicht, weil die ganzen jungen Leute heute, wir werden deutschlandweit wieder einen neuen Rekord aufstellen, die sind ja nicht umsonst auf der Straße und das sind halt auch wirklich die Wähler von morgen. Und wenn die großen Parteien wirklich noch die Regierung von morgen sein wollen, dann müssen sie auf die jungen Wähler hören, ansonsten rennen die alle weg. Mit einiger Unterstützung gelang es den Organisatoren in Goslar, über 500 Menschen zu mobilisieren. Und das sind längst nicht mehr alle Schüler und Schülerinnen. Ein Abbild der ganzen Gesellschaft sorgte in Goslar dafür, dass manch Autofahrer am Straßenrand minutenlang nur das im Rückspiegel sah. Und die Menschen möchten der Politik eine Message mit in ihre Beratungen in Berlin geben. Also es ist ja das ziemlich Traurige, dass wir eigentlich die Bundesregierung nur darauf hinweisen und sie dazu auffordern, ihre eigenen Ziele, ihr eigenes, wie Philipp schon sagte, Abkommen einzuhalten. Das heißt, ich würde ihr wahrscheinlich sagen, dass sie das tun soll, was sie den Wählern auch versprochen hat. Und dass es wirklich nicht darum geht, jetzt gewählt zu werden, weil Politiker denken immer nur bis zur nächsten Wahl. Auf der anschließenden Kundgebung informierten die Organisatoren die Menschen über ihre Beweggründe und was jeder Einzelne tun kann, um die Klimakrise zu mildern. Ob das Anliegen der Fridays for Future-Bewegung in Berlin gehört wird, wird der heutige Tag zeigen. Denn die Entscheidungen sollen heute fallen.